Die Ausrüstung, Sprechfunk, Kamera und natürlich der Helm mit der Sauerstoffversorgung. Alles wird mindestens doppelt kontrolliert. Denn Fehler darf sich die Tauchercrew nicht leisten. Der Einsatz unter Wasser ist lebensgefährlich. Die Taucher wissen nie, was sich hier 2-3 Meter am Kiesgrund der Donau genau verbirgt. Man geht jeden Tag wieder zur Arbeit mit dem gehörigen Respekt zu der Materie, mit der man arbeitet. In einem 3 Kilometer langen Donauabschnitt oberhalb der Eisenbahnbrücke bei Bogen haben die Kampfmittelräumer mit verschiedenen Messmethoden 530 Verdachtspunkte identifiziert. Jeden einzelnen haben sie unter Wasser genau erkundet. Bis jetzt haben wir 4 Bomben gefunden und davon mussten wir auch eine sprengen, weil die zu brisant war in dem Zustand. Außerdem sind in den vergangenen Wochen mehrere Bombenböden und insgesamt rund 700 Kilogramm Bombensplitter aus der Donau geborgen worden. Dazu eine Menge Müll und Schrott. Ein Knochenjob für die Kampfmitteltaucher. Punkt 1 ist Element Wasser, Punkt 2 die Sicht. Und dadurch, dass der Grund aus Kies besteht und Kies haftet an der Munition und verklebt sozusagen die Munition und die muss dann dementsprechend unter Wasser bearbeitet werden, dass man halt sehen kann, was ist es überhaupt. Je nachdem, wie die Taucher die Situation einschätzen und wie tief ein Gegenstand im Kies liegt, kann auch ein Bagger eingesetzt werden. Die Baggerschneide unten ist eingemessen, dass wir genau wissen, wenn die Baggerschneide auf die Sohle aufliegt, wissen wir, wie tief wir sind. Und folglich kann er genau festlegen, ich nehme 10 cm ab oder 20 cm. Seit Anfang April waren die Kampfmittelräume auf der Donau bei Bogen im Einsatz. So lange war auch die Schifffahrt in diesem Bereich eingeschränkt.